heißt du und woher kommst du? Ich bin Petra Bisalski und ich komme vom Goethe-Institut Norwegen. Und wieso hast du mit dem Projekt Europa im Wandel angefangen? Ich hatte die Idee, weil es im Herbst 2019 30 Jahre her ist, dass die Mauer gefallen ist. Und ich habe mich gefragt, was für Hoffnungen hatten wir damals vor 30 Jahren und wie sieht Europa heute aus und welche Hoffnungen haben die jungen Menschen in Europa. Und darum machen wir hier gemeinsam ein Theaterprojekt, das Theaterprojekt Europa im Wandel, mit Jugendlichen aus Nordeuropa, aus Irland, Schottland, Berlin und Brandenburg und gehen dieser Frage nach. Und am Ende gibt es eine Aufführung und das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, dass die Jugendlichen ihre deutsche Sprache verbessern können. Döber. Oh! Und jetzt macht ihr so. Oh! Regenwald in Euro gefunden. Ja. Es hat doll geregnet. Neben dem Regenwald war ein Haus, wo es viel um Politik ging. Und im Ofen brannte ein Feuer, deshalb waren die Ohren sehr rot, weil es so heiß war. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal, 2, 3, 4. Mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal, woher es kam. Nun pflückst du gern Beeren und du piekst dich dabei. Dann lass dich belehren. Schmerz geht bald vorbei. What have you done this week in Berlin? My name is Håkan. I'm from Norway. I'm 17 years old. This week I have been on a workshop for music with 12 other students from around the world. Das ist einmal gut, aus geht mit. Das ist einmal gut, aus geht mit. Working with very political songs, mm-hmm. Which I find interesting. Do you feel that this work has brought you personally any closer to Europe? Yeah, I've gotten to know people from different parts of Europe than where I'm from, and I've learned more about Europe in general.
name is Max, and I come from Sweden. My name is Liam, and I come from Scotland. And we have been part of the stage group, and so we've been fixing the stage and making costumes. So the main theme with the stage is that we have made a red line through Europe, and that's what connects us and makes us one. So we have filled the stage with red lines, and they even go out to the audience. So that's what connects us, and it brings us closer. And has this project brought you personally any closer to Europe? I don't know about Europe, although I think that I've come closer to the people of Europe. Yeah. Because I didn't know anyone from Scotland before, although now I do. Yeah. So that's something. Hat dich diesen Projekt näher zur Europa gebracht? Also ich denke schon, weil wir mit 5 verschiedenen Ländern gearbeitet haben und mehr über die Kultur erfahren haben. Ja. Ja, also mich persönlich hat es irgendwie auch zu dem, also mit dem Begriff Europa mehr bekannt gemacht, sag ich mal so. Weil ich habe auch viel dazugelernt und wie gesagt, also internationale Kontakte geknüpft. Also ich hoffe, dass in 20 Jahren Europa noch zusammen wird und zusammenarbeitet. Und ich hoffe, dass die Länder mehr ihre Nachbarn kennen würden und dass es auch normal ist, in verschiedenen Ländern zu leben und aufzuwachsen. Das ist Julia, sie ist 16 Jahre alt und kommt aus Finnland. Und hier ist Marius und er ist aus Deutschland. Genau. Diese Woche haben wir Theater hier gespielt, in der Theatergruppe. Wir haben uns mit Texten beschäftigt, zum Beispiel mit der Europa, mit der Mythologie. Ja, Mythologie Europa, der war Zeus und genau, das war der Zeus, der auch, wo die Prinzessin auf dem Stier auf dem Meer, aufs Meer hinaus reitet. Das haben wir gemacht. Was haben wir noch gemacht? Und unsere eigene Texte. Stimmt, wir haben geschrieben. Ja. Ja. Eigentexte geschrieben, also uns kleine Szenen ausgedacht und die dann geschauspielert. Und also diese 4 kurze Szenen mit verschiedenen Geschichten. Ja. Europa. Ja. Zum Beispiel meine Szene ist, wo ich mit 2 anderen Jungs 3 Flüchtlinge spiele, die nach Europa möchten. Das haben wir zum Beispiel gemacht als, ja, also eigentlich haben wir ziemlich viel darüber gemacht mit diesen Sachen. Ja, viel geschauspielert. Ja. Dadurch, dass wir mit vielen anderen Kulturen, sage ich mal, gesprochen haben, haben wir echt viele Dinge erfahren und konnten da uns gut austauschen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ja.